Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Da hinten läuft ein Offizier. Wir beginnen nun quasi le Finale. Und zwar als allererstes, wie versprochen, gehen wir natürlich in Vault 96 kurz rein. Gucken, wie lange wir da überstehen. Und dann werden wir als Grande Finale eine Atombombe zünden. Ich habe euch ja extra gefragt, ob ich dechiffrieren soll oder ob ich einfach aus dem Netz den Code raussuchen soll. Und ihr meintet, ich soll den Code einfach rausholen, weil das ist weniger kompliziert und einfacher. Von daher werden wir dies auch tun. So. Oh, von dir soll ich doch ein Foto schießen. Hör auf mich zu rammen. Komm her. Hör auf zu schießen. Er war weg! Okay, ich muss dich leider erschießen, Junge. Tut mir leid. Jetzt explodier bitte nicht. Hä? Habe ich das schon gemacht? Okay, offensichtlich schon. Na gut. So, und ja, wie gesagt, das soll natürlich nicht das Ende des Projektes darstellen, sondern einfach nur ein Cut, bis das DLC kommt. Zwischendurch werden auf jeden Fall noch Folgen kommen zu Events, wo ich dann... Alles klar. Scheiße, ich hätte da auch gucken können. Wo ich ganz entspannt die Events machen kann, ohne groß Probleme zu haben. So, wir haben ein Single-Action-Revolver bekommen. Vorsicht, top entscheiden wir das Ziel voller Gesund... Sag mal, Spiel, willst du mich jetzt locken, weiterzuspielen? Ich wette, wir bekommen in den nächsten Folgen, die jetzt noch kommen, sehr viele Waffen, die ich gebrauchen könnte. Hier ist doch einer explodiert, ne? Oder war das der explodiert ist? Der ist einfach nur so weit geflogen. Weil wenn hier einer explodiert ist, könnte der noch legendär gewesen sein, oder? Hier war es ja nicht. Ne, das muss der gewesen sein. Ja, crazy. Das nutzen wir ganz kurz mal aus. So, als allererste Amtshandlung, bevor wir in Vault 96 gehen, gehen wir natürlich kurz nach Hause und müssen uns vorbereiten auf das, was ansteht. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen werden, aber mit unseren Silence-Waffen und allem drum und dran dürfte das eigentlich ganz gut werden. Da hat der dämliche König nur einen dämlichen Ring gekauft, ey. Ich habe hier ein kleines Shop-Spiel und da kommt einmal am Tag ein König, der kauft dir random irgendwelche Sachen ab. Ich habe die total teuren Sachen, die irgendwie 1 Million kosten und so weiter und so fort. Und da habe ich einen billigen Ring im Inventar, der irgendwie 200 wert ist und den kauft er. Das Schöne ist, der König gibt halt immer das Dreifache aus von dem, was es kostet. Und er hat den Ring gekauft. 1500! Nee, gar nicht. Was war das? 600. So eine Scheiße, ey. Ah, oh, das ist mein Leben, Freunde. Das ist mein Leben. So. Erstmal müssen wir gewichtlos werden, ne? Tschüss, Tesla-Gewehr. Oh, Automatiklauf. Ja, ja. Lock mich ruhig. Lock mich, Spiel. So. Metallrüstung. Brille mit Gestell kann weg. Bergbauhelm kann weg. So, okay. Genau, wir wollten noch ein Frosch-Habitat machen, ne? Bevor wir quasi die Staffel, will ich mal sagen, beenden. So, Wirtschaftsprojekte. Frosch im Glas. Ach, Blutblatt. Soll ich das heute noch machen? Ja, weißt du was? Ich mach das jetzt mal fix. Was ist das? Projekt Paradies. Na ja, gut. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich müsste hier in den Sumpf gehen, ne? Kirche der Zuflucht, das reicht so. Und dann machen wir das Froschhabitat. Dann haben wir das zumindest. Auch wenn es ja eigentlich banal ist, aber ich denke nicht, dass wir in Vault 96 oder ich glaube, das war 96, ne? Lange überleben werden. Deswegen. Gib mir ein Blutblatt.
So, wer will mir meinen Revolver testen, der noch nicht wirklich getuned ist? Vielleicht tunen wir das auch nochmal. Es gibt ja einfach immer so viel zu tun. Und ich krieg nicht mal ein Blutblatt. Nicht ein verdammtes Blutblatt hier in der Nähe, oder was? Ich weiß, wo eins ist. Okay, das war nicht geplant. So aus, als würde ich in so eine kleine Pfütze springen. War es aber leider nicht. Mein altes Zuhause. Ach, das ist ja gar nicht hier in der Nähe, ne? Bei meinem alten Zuhause, unter meinem alten Zuhause, waren stets Blutblätter versteckt. Auf die kann ich wohl jetzt nicht mehr zielen. Hallo? Was, Modus? Oh, ich habe keine Ausdauer. Ja, gut. Dann pfeife ich euch halt weg. Geh doch weg, ich will nicht krank werden. Vor allem habe ich nie... Okay, okay. Lasst mir mal ganz kurz Luft. Ich verprügel dich euch jetzt. Jetzt reicht's mit euch. Komm her, Mann. Irgendwann ist genug. Willst auch gestochen werden? Hier, komm. Stech dich in den Kopf. Du Leute. Ja, Parasit. Danke. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Drecksviecher. Dinge, die ich bei Fallout nicht, die Dinge, die ich nach dem Projekt nicht vermissen werde. Die Blutviecher. Ah, Blutblatt. So, dafür habe ich mir jetzt eine Krankheit eingejagt. Geile Sache. Na gut. Damit müssen wir wohl jetzt erstmal leben. Ich habe noch Heilmittel. Die werden wir uns reinziehen. Habe ich jetzt mal so entschieden. Gut, wir brauchen Munition. Heilung müsste ich eigentlich noch ohne Ende haben. Ich habe die Baggerrüstung, die wir eventuell anziehen werden. Ich bin mir noch nicht so sicher. Gib mir Milch! Weißt du, nicht mal die eigene Kuh will dir Milch geben. Was ist denn das für ein Leben? So. Gib mir bitte mein Froschhabitat und alle sind sie dann glücklich. Nee, das ist ein Froschglas. Moment, diesen Fehler habe ich schon mal gemacht. Da ist kein Frosch drin. Diesen Fehler habe ich schon mal gemacht. Oh mein Gott. Es wiederholt sich. Wann der Scheiß? Hä? Okay. Dann tun wir es halt nicht. Da schmelzen wir noch ein bisschen was. Können wir ein bisschen Platz sparen hier. Wir schmelzen Kohle, alles klar. Was haben wir jetzt? Flüssigkohle oder was? Okay. Froschglas. Es ist aber... Wo war denn das? Oder... Nein! Oder baut man das hier? Wanddekor. Gut, Wanddekor wird das nicht sein. Bodendekor eventuell. Aha! War klar, ich brauchte überhaupt gar kein Blutblatt. Egal, wir haben den Frosch hier, den packen wir mal hier rauf. Ach komm. Na gut, hier. Die Peter wird mich hassen. Okay, Heilung. Wir heilen uns mal kurz auf. Hilfsmittel. Ich habe zwar wahrscheinlich kein Essen dabei, aber das können wir uns unterwegs reinziehen. Schnapprit. Ist das so richtig? Ey, weiß es nicht. Und wisst ihr was? Es ist mir völlig egal, wie das Scheißding ausgesprochen wird. Hasst mich deswegen. Gibt mir Dislikes. Er hat das Wort falsch ausgesprochen. Dislike. Ist mir scheißegal. Hier, ziehen uns hier den Kürbis rein. Und das leuchtende Steak, das ist alles hier am Vergammeln. Noch irgendwas am Vergammeln? Ey, hier der Feuerhut, den ziehen wir uns auch rein. Wir ziehen uns hier alles rein. Hier, Blutblatt. Komm. Rein mit dir.
Ja, Honig können wir zur Not essen. Irgendwas zum Vergammeln hier? Ja, hier, yeah. Schnappried. Schnapprett. Ist mir scheißegal. Ich werde dieses Zeug nie wieder einsammeln, damit ich es nicht mehr aussprechen muss. So. Damit ist das geklärt. Oh, ich habe einen Stufenaufstieg. Was wollt ihr noch mal machen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Irgendwas, was ich nicht vergessen wollte. Wir wollten Punkte irgendwo reinsetzen. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen. Okay, und zwar wollten wir wahrscheinlich hier Punkte reinsetzen wegen dem Sandmann, nicht wahr? Das würde uns halt nochmal zusätzlich für die schallgedämpften Waffen Schaden geben. Dafür nehmen wir aus Intelligenz. War das hier oder brauchten wir hier 5 Punkte? Wir brauchten hier 5 Punkte, alles klar. Das Hackerzeug kann weg. Stattdessen Waffenschmied. So, wo können wir 2 Punkte rausnehmen? Hier, ne? Nachtmensch. Ja. Nehmen wir hier aus Perception ein paar Punkte hier weg. Alles klar, Punkte ändern. Von Perception auf... Das wäre richtig, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar nur einen Punkt, aber gut. Was können wir so lange da reintun? Ja, gut, das, packen wir das so lange rein. Alles klar, wir brauchen Munition. Was haben wir alles an Munition? Erstmal hier an unseren Schrank. Da passt definitiv alles rein. Wir haben noch ein bisschen Platz frei. 308er brauchen wir, 38er nicht. Das auch nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Alles weg, was keine Miete zahlt hier. Brennstoff. Fusionszelle. Kaliber, hier, Schrotmunition. Gut. Wie wiege ich? Perfekt. Und damit werden wir jetzt losziehen. Wir haben natürlich nichts zu essen, aber wir werden da schon was hinkriegen. Gar kein Problem. Ich ziehe mir hier noch ein bisschen Grünzeug rein. Das dürfte mich dann erstmal für eine Weile satt machen. Munitionstechnisch sieht es eigentlich ganz gut aus. Wichtig ist halt, ja, der Ultrazit-Gatling-Laser. Dann müssen wir noch ein bisschen was mitnehmen. Stefan ist wichtig. Dann haben wir 5 oder 10. Das ist in Ordnung. Fernator haben wir auch noch ordentlich Munition. Gut, dafür brauchen wir keine Munition. Reparieren. Die Sachen zu reparieren wäre, glaube ich, noch eine gute Idee, wenn da irgendwas kaputt geht. Wir haben noch ein Kit zum Reparieren am Start. Danach sieht es blöd aus. Dann ziehen wir uns erstmal das Grünzeug rein. Zack. Mais, oh, komm. Melone. Karotte. So, schon sind wir wieder wohlauf. So, trinken können wir nicht mitnehmen, weil ich meinen Strom noch nicht angeschlossen habe. Aber ich müsste eigentlich noch genug am Start haben. Dinge reparieren und dann geht's los. Rüstungswaffenwerkbank. So, der Fernauto sieht eigentlich noch ganz gut aus. Pfeifen im Dunkeln wird wahrscheinlich nicht wirklich genutzt. Ne? Müssen wir den überhaupt mitnehmen? Ich glaube, den nehmen wir nicht mit. Stefan. Ja, ich glaube, wir sollten es einfach mal machen. So, angestachelt. Höhere Feuerrate. Wo habe ich das Ding her? Nachladegeschwindigkeit. Gesagt. Ach, den haben wir ja bekommen, stimmt. Alter, müssen wir den ja noch verbessern, ne? Stimmt. Ich glaube, Stefan gehört wieder weg. Oh. Oh. Oh, wir haben. Oh nein, wir haben bestimmt nicht genug Zeug am Start. Vielleicht müssen wir noch 1, 2 Folgen dranhängen, um Zeug zu sammeln. Schierdikowski, das ist nicht gut. Jetzt haben wir ein Problem, Freunde. Wir gucken, was wir damit hinkriegen.
So, was haben wir denn hier? Standardverschluss. Wir haben hier den 50er Verschluss. Ja, gut, der macht natürlich ordentlich Wumms. Verbesserte Feuerrate verändert den Typ zu Kaliber 50. Ist natürlich ganz geil und so, ne? Die Frage ist nur, wie viel haben wir 50er? Sag mal, Leute. Ich bin hier beschäftigt. Wir haben hier wichtige Dinge zu erledigen. Und ihr ballert hier irgendwie rum. Was ist denn los mit euch? Vor allem ist er ganz alleine hier. Seht ihr, wir können die Körperteile so leider nicht mitnehmen. Wir können den Knochen des linken Beins mitnehmen, aber das... Es ist jetzt nicht so wirklich grandios. Wir haben bestimmt nicht genug Zeug. Alles klaro. So. Nein, das wollte ich nicht. Aber wir wollten erstmal gucken, wie viele 50er haben wir überhaupt. Habe ich schon 50er dabei oder? Ich habe keine 50er dabei. So. Wir werden stattdessen mal Pfeife im Dunkeln weglegen. Das heißt, die 5,56 Munition kann auch weg. So, 50er. Wir haben ein bisschen 50er Munition. Ist jetzt nicht viel. Ich könnte mir noch ein bisschen was herstellen. Ich glaube, das werden wir auch tun. Ich glaube, das wäre die richtige Idee. Versteck ist voll. Ja, leck mich doch. Ich bin fest, damit ich wiederkomme, ne? Beim Update. Aber ich habe beim Versteck nicht eine Möglichkeit, 1000 reinzutun. Alter, dann laufe ich hier amok. Dann laufe ich hier amok, ey. Ja, gut. Machen wir 50er. Die Frage ist nur, welchen. Ich glaube, der hier ist ganz gut, ne? Verbesserter Schaden ist immer gut. Zack. Oh, scheiße. Ich sehe schon kommen. Ah, Reichweite. Präzision. Da muss ich so auf Präzision setzen? Ich glaube, überlegene Rückstoßdämpfung wäre am besten, ne? Den hier. Scheiße. Was fehlt mir? Schrauben. Nein, nein. Oh. Nein. Aluminium. Ja, lecko mio, ey. Oh, Aluminium. Mist. Hallo, Volga-Deutscher. Scheiße, Mann. Oh, scheiße. Mir fehlt Aluminium. Wie komme ich jetzt am schnellsten an Aluminium ran? Hallo, es geht, Deutscher. Hey. Hast du Aluminium am Start? Hier, du kannst das Zeug haben. Ist für dich. Bist du 400 oder? Ja, ich dachte, du bist 40, ach so. Scheiße, Aluminium. Okay, Moment. Hallo. Ich glaube, das ist das Einzige, was jetzt wirklich noch wichtig ist. Wir kämpfen ja nicht wirklich aus der Ferne in Vault 76. Alter, gib mir diese dämliche Karte. Oh, Map. Los, komm schon. Okay, Aluminium ist blau. Ja, ich erkenne da auch sehr viel drauf auf dieser Karte, ey. So ist die so dunkel. Also, ich bin hier. Die nächste Aluminiumvorkommen ist da oben. Gut, dann gehen wir da jetzt hin. Dann gehen wir da jetzt hin. Der Volga-Deutsche. Okay, und zwar exakt Mundo, da müssen wir hin. Ich brauche nur ein Aluminium. Wenn ich meinen Schalldämpfer habe, ist alles in Ordnung. Der Rest ist mir jetzt wirklich eigentlich Wumpe.
Wenn ich damit noch irgendwie verbesserte Feuerrate hinkriegen würde. Nee, habe ich sogar, ne? Ja, klar. Ich habe 25% damit. Das ist gut. Das ist richtig gut. Okay. Konzentration. Ach, warum muss das da oben sein? Das gibt's doch nicht. Ja, dann klettern wir da jetzt hoch. So. Wie? Da? Wieso sind da Schienen da oben? Wieso juckt meine Nase so krass? So. Hier soll Aluminium sein. Bist du Aluminium? Aha, ich sehe schon. Weg mit dir. Erstmal aus dem Bild gekickt. Oh. Geht doch. Und zurück zu Wolfgang. Jetzt haben wir natürlich wahrscheinlich den Großteil dieser Folge verschwendet mit irgendwelchen Dingen zur Vorbereitung. Ja, wir haben die ganze Folge mit Vorbereitung verschwendet. WTF. Beweg dich. Los. Wo bin ich? Da. Na, Wolfgang, bist du immer noch da? Nö, er ist schon wieder weg. Wahrscheinlich hat er mich verfolgt. Wieso sind die alle so hoch hier? Ist ja schon peinlich. Okay, schmelzen. So, hat genau gepasst. Okay. Auf geht's, Leute. Ah, falscher Knopf. Das müsste jetzt eigentlich richtig gut zecken. Stefan macht 230 Schaden. Gegen Verbrannte und... Ich glaube, Stefan ist immer noch besser dann als der hier. Naja. Na, schon Schalldämpfer, so. Meine letzte Schraube verwendet. Wir gucken mal kurz nach Feuerrate. Können wir irgendwo die Feuerrate noch verbessern? Ja, Visier brauchen wir eigentlich nicht. Feuerrate 4, was? Hat man nicht gerade 3? Nee. Ah, gut. Das lohnt sich nicht wirklich. Okay, gucken wir uns die Waffe mal an. Sie ist noch nicht perfekt, aber sie ist etwas. Wieso habe ich das Schwarzpulvergewehr dabei? Na egal, vielleicht hilft es mir ja. Ja, das ist... ist das geil. Oh. Ich brauche ein Testobjekt. Gut, sie war auch Stufe 3, also. Ja, gut. Stellen wir noch ein bisschen 50er Munition her. Nur für den Fall der Fälle. Hallo? Hallo? Irgendjemand hat meine tote Kuh geklaut. Hab mich mit Geräuschen abgelenkt und dann ist die Kuh verschwunden. Was war das? Was waren das für Geräusche? Ist hier ein anderer Spieler unterwegs? Ah, der Wolfgang ist wieder da. Wolfgang, hast du meine Kuh geklaut? Ein Geschenk für mich? Oh, oh. Gib mir ein Geschenk. Gib mir ein Geschenk. Gib mir ein Geschenk. Ah, ah, ich krieg ein Geschenk. Ah. Panzer A. Ah, gut, komm. Wir nehmen sie. Danke dir. Komm, die nehme ich jetzt mal. Gucken wir mal, was haben wir denn da bekommen? Es ist auf jeden Fall ein Zuschauer. Danke, Wolfgang.
Meine Kuh kannst du auch gerne behalten dafür. Wo haben wir die denn? Da. verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Ach du Scheiße. Oh, die ist ja auch wirklich gut. Aber ich habe keine Munition dabei. Ja gut. Oh, Alter, ich habe genug Munition. Mal gucken, vielleicht ist es auch gerade der Punkt, der mir den Arsch retten wird. Mal gucken. Du wirst es sehen, Wolfgang. Es könnte mir den Arsch retten. So. Ja, jetzt ist mein Traum tatsächlich zum Ende von Fallout 76 wahr geworden. Ich habe meine legendäre 10 mm. Munition. 50. Oh Gott, da kriege ich ja ohne Ende was. So. Kiste nochmal kurz entleert. Das heißt, wir können noch ein bisschen was reintun. Alles klar, so, Schwarzpulvergewehr kann eigentlich weg. Wir müssen uns auf jeden Fall noch mit Fusionskernen ausstatten. Ich habe nicht mehr wirklich viele, ne? Das muss reichen. Ja, die letzten waren alle halt so halb leer. Ups. Ui. Hallo! Blitos. Willst du mir auch verschenken? Hey. So, hat hier gerade jemand geschossen? Will jemand meine 10 mm testen? Ich bin verliebt. Wie viel Schaden macht die allein? 72, gut. Ja, aber je weniger Gesundheit ich habe, umso besser wird sie, ne? Mal gucken. Vielleicht wird sie halt wirklich sehr nützlich sein. Aber ich glaube, explodierende Kugeln verraten mich. Freundschaftsanfrage erhalten? Wie macht man das nochmal? Ich mache das selten. Freunde? Ich habe keine Ahnung. Weil ich finde es schön, dass ich eine Freundschaftsanfrage erhalten habe, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die annehme. Nee. Fühl dich mit mir befreundet. Okay, Freunde. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Mist gebaut in der paar Minuten, die wir hatten. Ich würde sagen, es wird Zeit zu... Volt, achso, 94, ja, ich sag die ganze Zeit 96. Volt 94, ich komme, ich bin jetzt ansatzweise vorbereitet und wie wir das Ganze durchstehen, ob wir irgendwie weit kommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero, tschüss.